Ei Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Tipps und Tricks Video hier zu Genshin Impact. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und heute habe ich ein ganz, ganz cooles Thema, was ich heute selber erst rausgefunden habe. Und zwar Änderungen mit Patch 1.1. Ihr habt eine PlayStation 4? Dann bleibt dran! So, freut mich, dass ihr noch da seid. Also, alle, die noch dabei sind, ihr habt eine PlayStation 4 oder ihr spielt Genshin Impact auf eine PlayStation, dann habe ich tolle Neuigkeiten für euch. Und zwar war es die ganze Zeit so, es gab ja Promocodes für Genshin Impact, die einem irgendwie Mora gegeben haben oder Urgestein oder sonstigen Kram. So, und das war ja im Prinzip beschränkt auf Mobile Device, also Android, iOS oder halt auf den PC, weil man hier auf der Konsole keine Codes eingeben konnte. So, das hat sich jetzt aber geändert. Und damit ihr wisst, wie das funktioniert, zeige ich euch das ganz, ganz fix. Weil, wenn ihr euch beeilt, es gibt gerade noch zwei aktuelle Codes, die noch gültig sind, dann könnt ihr das alles noch mitnehmen. Also, was hat sich geändert? Ihr geht in die Optionen. In der Einstellung, Entschuldigung. So, und jetzt hat dieser Reiter Konto einen neuen Inhalt bekommen, und zwar Gutscheincode. Könnt ihr jetzt hier einlösen. Das heißt, ihr geht hier auf Kaufen und gebt hier unten einfach den Gutscheincode ein. So, und jetzt kann ich hier mit der Tastatur schreiben? Nee, natürlich nicht. Lass mich mal schreiben hier. So, und zwar gebt ihr hier einfach den Gutscheincode ein, den ihr euch von den zig Webseiten holen könnt. Oder ich verlinke ihn euch natürlich auch gerne noch in der Beschreibung zu meinem Video. So, und zwar heißt der Genshin 1111. So, ganz einfach eingeben, auf Einlösen drücken und tada, wir haben den Gutschein eingelöst. Und das ganze Ding wird direkt quasi in das Postfach geliefert. Heißt, da haben wir jetzt auch schon Post. Wir gehen direkt mal auf die Nachrichten. Und sind auch hier die eingelösten Belohnungen. Wir bekommen 60 Urgestein und 10.000 Mora. Easy going, alles mal einsammeln. Und auch da zukünftig können wir die PlayStation-Spieler auch kurz eingeben. Und das finde ich eigentlich eine ganz, ganz coole Ergänzung. Ich habe das in den Patch Notes gar nicht gelesen. Ich bin da heute eher per Zufall drüber gestolpert und habe gedacht, jo, das muss ich euch gleich mitteilen, damit ihr auch zukünftig dran denkt, diese Codes einzugeben. So, noch eine andere Neuigkeit rund um PlayStation 4, PlayStation 5. Für alle, die glückliche Freude haben, nächste Woche eine PlayStation 5 begrüßen zu dürfen. Mit Patch 1.1 wurde die Abwärtskompatibilität eingerichtet. Das heißt, man kann direkt die Version aus dem PlayStation Store runterladen, installieren, starten, läuft. Beziehungsweise bekommen mit der PlayStation 5 erstmal konstante 60 Frames die Sekunde. Da erhoffe ich mir dann doch schon relativ viel davon, weil zumindest hier PlayStation 4, die normale, die ich habe, in den Kämpfen, wenn da ein bisschen mehr Effekte sind, auch gerade im Koop, habe ich doch schon als arg, arg krasse Lags. Und da verspreche ich mir einfach davon, dass das besser wird. So, was gibt's noch? Wir sollen ein paar bessere Grafikoptionen bekommen. Es soll also ein bisschen ticken hübscher aussehen. Und was es dann in Zukunft noch für Verbesserungen gibt, weiß ich nicht. Da hüllen sich die Entwickler noch in Schweigen. Aber Fakt ist, wenn die PlayStation 5 rauskommt, können wir direkt weiterzocken. Und ich gehe jetzt einfach mal von aus, da das mit dem PlayStation-Account verbunden ist, können wir auch all unseren ganzen Progress mitnehmen. Alles andere würde für mich keinen Sinn machen. So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen, ein paar neue Infos bekommen. Und würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut, wenn es hier ein neues Video zu Genshin Impact gibt. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss.